Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Workout für unsere Figur, vor allem für eine noch schmälere Taille und einen noch flacheren Bauch und dadurch auch für einen gesunden Rücken. Also wir werden unsere Aufrichtung trainieren, unsere tiefen Muskeln, die unsere stabilisieren, die unsere Bandscheiben schützen. Und dadurch haben wir auch einen aufrechteren Gang und wirken jugendlicher, dynamischer. Wir fangen an im hüftschmalen Stand. Nimm den Ball mal, den Jacaranda-Ball, in die rechte Hand. Denk an wirklich deine gerade Haltung, das heißt Brustbein heben. Deine Knie sind etwas durchlässig. In der rechten Hand erstmal halten und mal kreisen. Beginne mal nach außen und spür ganz bewusst in deine Körpermitte, in deinen tiefen Bauchmuskel, deinen Beckenboden und die kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule, die jetzt aktiv werden. Mal andersrum kreisen und wirklich locker halten. Wenn es nicht so klappt, ist nicht schlimm, dann ist es Übung. Maximal 30 Sekunden hier, dich stabilisieren. Und das Ganze wechselst du auch mal mit der anderen Seite. Du wirst merken, es ist vielleicht nicht so leicht mit links, außer du bist Linkshänder. Und wenn die Kugeln ganz ruhig rollen, dann machst du die Bewegung richtig. Auch mal wechseln wieder. Und ruhig mal wahrnehmen. Fühl dich wie ein Baum, ein Baumstamm. Ganz stabil, aufrecht, aber dennoch auch elastisch und biegsam, wenn wir die Bewegungen gleich machen. Noch einmal wieder lösen. Wechsel noch einmal deine Hand. Ich hoffe, du stehst jetzt stabil. Fühlst dich vielleicht gleich ein bisschen gewachsen und größer geworden, weil die tiefen Muskeln aktiv geworden sind. Jetzt nimmst du die 400 Gramm des Balles einfach mal zur Seite und wechselst in die andere Hand. Versuch deinen Oberkörper auch mal langsam mitzunehmen in die Bewegung, sodass deine Wirbelsäule etwas mobilisiert wird. Ich drehe, komm nur ein Stück nach vorne. Schultergürtel, Schultergelenk. Du kannst ganz körpernah erstmal anfangen. Kleine Bewegung und darf sich gerne auch etwas weiter schon nach hinten mitdrehen. Deine Brustwirbelsäule bewegen. Bleib in der Mitte wirklich stabil. Und jetzt etwas größer werden. Deinen Arm länger werden lassen, sodass du weiter zurückgehst. Und etwas mehr Hebelwirkung spürst. Schwungkraft, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und noch zweimal. Bleib jetzt in der rechten Hand und halte erstmal hier. Schwing den Ball nach vorne und wieder zurück. Ich drehe mich ganz kleines bisschen seitlich zu dir. Einmal locker. Wenn du nach hinten gehst, dann drehst du deine Handfläche nach oben in Richtung Decke. Nimm dein gegenüberliegendes Bein jetzt mit, also rechte Hand, linkes Bein. Ich mache spiegelverkehrt, nicht wundern. Letztes Mal und jetzt bleibst du in der Länge, halte dich hier und versuch mal die Kugeln nach außen zu kreisen. Spannung im Bauch und dann kreise nach innen. Und während du nach innen kreist, bewegst du jetzt dein Knie in Richtung Hand. Dann wechselst du, kreist nach außen und bewegst Knie und Hand auseinander. Nochmal wechseln. Rücken bleibt gerade. Letztes Mal. Bleibe noch mal in der Länge. Halte hier. Wechsel den Ball in die andere Hand. Und jetzt setzt du dein linkes Bein nach hinten. Ich drehe mich wieder zu dir. Kreuz dein Bein über hinten. Und versuchst jetzt mit der linken Hand einen großen Kreis über deinen Kopf nach vorne. Und hier vorne beendest du den Acht, also eine riesige Achtform. Elastisch werden.
So wird dein Schultergelenk beweglich, der Schultergürtel und natürlich die ganze Wirbelsäule. Die Faszien werden wieder elastischer. Vielleicht merkst du auch bei jedem Mal, dass es ein bisschen leichter wird. Dann hältst du den Arm hier außen, richtest dich auf und versuchst nochmal hier außen kleine Kreise. Und löst dann noch einmal auf, fädelst deinen Fuß wieder hinten aus und schwingst jetzt mit der linken Hand nach vorne und wieder zurück. Auch hier wieder den Schultergürtel mit aufdrehen. Letztes Mal, nimm dein Bein gleich mit nach oben, mach dich lang. Letztes Mal, bleib dann vorne, halte. Kreis mal nach außen, Becken wieder parallel zum Boden, sehr schön. Und dann kreist du nach innen, bewegst dein Knie Richtung Hand, nach außen und öffnest. Nochmal innen und außen. Ist gar nicht so leicht, die Balance zu halten, aber genau dann sprechen wir diese tiefen Muskeln an, die da unwillkürlich aktiv werden. Halte, wechsel in die andere Hand, richte dich auf, einmal dein Bein hinten kreuzen, ich komme wieder ein Stück zu dir, Brustbein aufrichten und dann beginnen wir wieder den Achter über den Kopf, nach vorne beendest du ihn und versuch, wie eine Kaffeetasse deinen Ball zu halten, sodass der heiße Kaffee nicht ausgeschüttet wird. Geht? Wahrscheinlich merkst du auch, dass man auf einer Seite beweglicher, elastischer ist, wie auf der anderen Seite. Ganz normal. Ein letztes Mal noch weit über oben. Und dann richte dich nochmal auf. Versuch hier außen zu kreisen. Spür immer mal in deine Mitte. Aktivierst genau den Bauchmuskel, der die Taille eben schmälert. Und entspannen. Einmal wieder ausfädeln. In beide Hände den Ball. Und verlager dein Körpergewicht mal nach rechts, nach links. Eine große liegende Acht. Komm langsam zur Mitte, pendel dich hier ein, versuch immer noch die Acht zu formen. Deine Knie in Richtung Fußspitzen zeigen lassen. Und dann bleibst du in der Mitte. Halte deinen Rumpf hier und versuch jetzt den Ball vor deinem Körper zu kreisen. Auch hier wieder reinspüren, was sich so tut in deiner Körpermitte. Richtungswechsel. Das ist meine Nicht-Lieblingsseite. Super. Und noch einmal halten die Spannung. Wir gehen tief, Ball nach vorne und nochmal aufrichten. Komm tief, Gewicht auf die Fersen und wieder aufrichten. Nochmal. Richtig weit nach unten setzen. So machen wir unsere Oberschenkel straff. Beinkraft ist ganz wichtig.
Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Halte unten. Schaffen wir noch. Schultern tief. Und hier vorne. Lange Arme. Und versuch zu kreisen. Noch ein bisschen tiefer setzen. Richtungswechsel. Und löse nochmal auf. Sehr gut. Einmal die Beine auslockern. Und wir kommen nach unten auf die Matte. Einmal auf die Knie. Und zwar setzt du dich zur Seite. Kommst auf den Ellbogen. Ellbogen unter die Schulter. Die Unterschenkel nach hinten bewegen. Und lass den Jacaranda-Ball mal ganz entspannt hier auf deinen Oberschenkeln liegen. Drück dich raus. Hab das Gefühl, du ziehst den Arm so ein bisschen ran zu dir. Und jetzt hebst du und senkst dein Becken. Jawohl. Nochmal für die Taille, für den Bauchmuskel. Nimm dein Bein gleich mit. Dein oberes Knie kommt mit hoch und ab. Nochmal die letzten acht und jetzt streckst du das Bein und den Arm. Eins, zwei, drei. Wenn es nicht mehr geht, mach eine Pause. Vier, fünf, sechs, sieben. Halte oben und versuch, dich hier nochmal aus der Mitte zu bringen. Maximal 30 Sekunden. Und entspann dich. Setz die Rücken mal auf. Lass die Schulter locker. Lass sie nach vorne hängen. Ganz entspannt. Nacken entspannen, Schultern entspannen. Und dann noch einmal aufrichten. Letzte Seite. Auf die andere Seite. Ellbogen unter die Schulter. Unterschenkel zurück. Bauch spannen. Drück dich hoch. Das Gefühl, du ziehst den Unterarm zu dir ran. Und los geht's. Erstmal hier. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen mit Bein. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und mit langem Bein noch acht, sieben. Merkst bestimmt auch, dass eine Seite leichter geht. Fünf, vier, drei, zwei. Einen halte oben und versuch hier nochmal zu kreisen. Immer wieder reinspüren in deine Körpermitte. Ein bisschen höher dein Becken. Und wieder locker lassen. Super, locker die Schulterrücken mal aus. Setz dich auf. Und roll dich einmal runter in die Rückenlage. Eine Runde noch. Oberschenkel fassen. Kurz entspannen. Die Schultern dürfen jetzt locker hier am Boden liegen bleiben. Und du nimmst den Jacaranda-Ball mal wie eine Wasserschüssel in beide Hände. Stell dir vor, da ist Wasser drin. Und dieses Wasser möchtest du jetzt ganz oben am Rand einmal so, dass es nicht rausschwappt, hier schwimmen lassen. Genau. Dein Rücken liegt neutral, das heißt, der untere Rücken ist ganz leicht in der Luft. Richtungswechsel. Andersrum kreisen.
atmen. Und noch einmal wieder entspannen. Sehr schön. Stabil bleiben, mal das rechte Knie anziehen, das linke Knie anziehen und noch einmal die Richtung wechseln. Versuch nochmal. Nochmal wechseln. Und dann halte diese Spannung, nimm den Ball in die rechte Hand. Und jetzt darfst du den Rücken runterdrücken, atmest aus, hebst deinen Kopf hoch, nimmst den Ball rechts neben deinen Körper, kommst über hinten, wechselst in deine linke Hand. Mach nur weiter, komm nur ein bisschen nach vorne, wieder wechseln. Einmal rechte Hand und einmal ausatmen links. Und wenn du merkst, dir ist es zu viel mit den Beinen in der Luft, dann darfst du sie auch gerne erstmal stehen lassen. Mach so, wie es für dich okay ist. Bleib dann in der rechten Hand, halte hier und versuch nochmal zu kreisen. Bauchnabel nach innen ziehen. Vielleicht möchtest du deine Beine weiter ausstrecken, sogar ganz ausstrecken. Entscheide einfach, wie es für dich okay ist, wie du dich halten kannst. Gerne auch mit aufgestellten Füßen. Wechseln noch einmal. Tief kommen. Letzter Wechsel. Und oben halten. Die rechte Hand möchte mitkreisen. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch die Beine wieder strecken. Ich kreise hier nach außen, aber mach das so, wie es für dich angenehm ist. Und entspannen, sehr gut. Du darfst den Ball einfach mal ablegen. Mach dich ganz lang, Arme und Beine so richtig auseinanderziehen. Und ich hoffe, du hast deine Teile gespürt, deine Bauchmuskeln gespürt. Also mit dem Ball rück mal zwischendurch, wenn du auf der Couch sitzt oder irgendwo auf dem Stuhl im Büro, einfach mal rollen. Dann aktivierst du zwischendurch immer mal wieder deine tiefe Bauchmuskulatur, die eben deine Taille formt und wichtig für die Aufrichtung ist. Stellst die Füße nacheinander auf, lass deine Knie auf eine Seite kippen, Kopf zur Gegenseite. Und nacheinander zur Mitte, zusammen zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite. Und nochmal nacheinander wieder zur Mitte. Ein Bein fassen. Mit dem Bein darfst du dich langsam hochziehen zum Sitzen. Komm eins weiter auf deine Knie. Auf deine Hände und bewege jetzt rück nochmal deinen Rücken in allen möglichen Positionen. Wenn du die Muskeln rund um die Wirbelsäule spürst, dann ist es auch genau richtig. Da haben wir jetzt reingearbeitet mit dem Jacaranda-Ball. Mach den Rücken nochmal gerade. Komm zurück auf die Füße, stütz dich auf die Oberschenkel auf und roll dich mit dem Ausatmen ganz langsam nach oben auf. Bleib dann nochmal stehen, ganz aufgerichtet. Lass nochmal locker deine Schultern zurück. Lass die Schultern fallen. Und jetzt spür nochmal in deine Körpermitte. Versuch, wenn du möchtest, rück mal die Augen zu schließen und nochmal reinspüren, wie sich dein Stand anfühlt und ob du die Aufrichtung spürst. Deine stabile Mitte spürst, stell dir vor, du bist ein Baum, fest verwurzelt mit dem Boden, aufrecht, stabil in der Mitte, fühlst dich hoffentlich wohl in deiner Haut, hast vielleicht das Gefühl, du hast ein bisschen Luft unter deinen Ästen, unter den Achselhöhlen.
Dann öffnest du nochmal die Augen, nimmst deine Haltung nochmal bewusst wahr, atmest nochmal ganz tief ein, beide Arme nach oben. Lass dich nochmal ganz locker fallen, atme aus, nur den oberen Rücken, atme ein und nochmal aus. Ein und ein letztes Mal ausatmen, öffne deine Arme, zieh die Ellbogen nach hinten, einatmen und ausatmen, entspannen. Sehr gut. Also ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut und nimm ruhig dieses Bild von einem Baum, vielleicht googelst du mal Jacaranda-Baum, ist nämlich ein wunderschöner lila-blauer Baum mit ganz weit ausladenden Ästen. Und genauso ausladend von den Ästen und stabil und aufrecht und verwurzelt sollten wir uns auch fühlen. Und das ist auch ein wunderschöner Baum zum Anschauen, also ruhig mal googeln. Ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Workout wieder dabei bist. Wenn du schauen möchtest, da oben bei dem Infopunkt sind noch mehr Videos mit dem Jacaranda-Ball. Unten bei mehr findest du noch Informationen, die dich vielleicht auch interessieren könnten, zum Beispiel meine Termine, wo ich unterwegs bin. Vielleicht sehen wir uns einmal persönlich oder auch noch Bücher und DVDs. Wenn du Lust hast, natürlich auch gerne meinen Kanal oder dieses Video verlinken oder jemanden schicken, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Oder ganz einfach natürlich bis zum nächsten Workout. Danke fürs Mitmachen, ich freue mich schon.